also von so den Dingen, die man weiß oder so intuitiv sich vorstellen kann, wie Alkoholismus, psychische Erkrankungen sind öfter, aber auch bis hin zu Fettleibigkeit, Schulabbrüche, also lauter Dinge, wo man erstmal denkt, das hat mit Gleichheit oder Ungleichheit nichts zu tun, ist aber so, weil offensichtlich Menschen so geschaffen sind, dass sie in extrem ungleichen Gesellschaften gerade ihre sozialen Bedürfnisse eben nicht erfüllt kriegen, sondern natürlich sehr stark auch in eine Rolle gedrängt werden, wo jeder des anderen Feind und des anderen Wolf ist. Und ich denke, auch das ist wichtig. Menschen sind nicht per se Homo economicus Egoisten, die nur auf sich achten, sondern das ist immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse, ob sie die negativen Eigenschaften des Menschen kultivieren oder eher die positiven, nämlich die auf Soziale gerichteten, auf Solidarität. Das ist ja alles durchaus im Menschen auch drin, auch von der Evolution her. Menschen waren immer mit anderen Menschen zusammen und nie irgendwelche isolierten Monaden, die sozusagen nur für sich gemacht haben und gearbeitet haben. Und ich glaube, dass das auch zu Wohlstand dazugehört, dass ich ein soziales Umfeld habe, von dem ich mich nicht absondern und isolieren muss oder gegen das ich am Ende, das lernen ja Kinder heute in der Schule im Grunde, guck auf dich, guck nicht so auf die anderen, nur dann kommst du durch. Das ist etwas, was auch Menschen in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigt und auch bis dahin zerstört. Und ich finde, das gehört alles zu dem Thema dazu. Also nicht eine völlig neue Wertedebatte, sondern eher gucken, was ist eigentlich menschlich? Menschlich ist nicht Gier und Egoismus. Menschlich ist eben durchaus auch soziales Verhalten, kooperatives Verhalten. Und das sind Dinge, die eben auch in dieser heutigen Ökonomie erheblich reduziert, kaputt gemacht werden. Und das ist auch unmenschlich. Das ist etwas, was menschliche Lebensqualität zerstört. So. Ja, jetzt da hinten. Guten Tag, mein Name ist Stefan Mauer, ich komme aus Worms und leite dort den Gesprächskreis der Nachdenkseiten. Die zwei Handvoll Menschen, mit denen ich im Monat mindestens einmal spreche, haben mir gesagt, Stefan, komm ja nicht nach Hause ohne Sarah Wagenknecht mit folgender Frage zu befassen. Vorab vielleicht noch eine kleine Bemerkung, Frau Wagenknecht. Ich kann alles nachvollziehen, was Sie als Analyse- und Therapieansatz formuliert haben. Das hat mich an mein Studium in den 70er Jahren erinnert. Da war Eugen, da war Röpke, auch diese Wirtschaftsordnungsdiskussion ein großes Thema. Aus Zeitgründen muss ich darum bitten, das ganz kurz zu machen. Ja, okay, dann komme ich ganz kurz zu meiner zentralen Frage. Ich bitte Sie, das Thema Geld, System, Zinssystem kurz anzusprechen, zu beleuchten aus Ihrer Sicht. Liegt da nicht auch eine wesentliche Ursache der Malaise, in der wir jetzt sind? Und zum Zweiten, wie ist das mit einer möglichen Währungsreform, wenn die auf uns zukommt? Was empfehlen Sie denn da? Sind Sie überhaupt dieser Ansicht, dass sowas kommen kann? Vielen Dank. Also ich kenne die These und die ist ja auch relativ häufig vertreten, wird sie vertreten, dass sozusagen das Zinssystem das Problem ist, weil das exponentielle Vermögenswachstum, kann man natürlich sagen, geht auch auf den Zinseffekt und Zinseszinseffekt zurück. Ich halte das aber trotzdem nicht für den Kern des Problems, weil es fängt zum Beispiel schon damit an, wenn wir eine Vermögensverteilung hätten, wenn Vermögen im Wesentlichen aus Arbeitseinkommen entstünden, weil es gar keine andere Vermögensquelle gäbe. Also ich rechne jetzt den Gründungsunternehmer mit als Arbeitseinkommen. So, wenn das der Kern der Vermögensbildung wäre, dann gäbe es nie so riesige Vermögen, wo man sozusagen den Zins und den Zinseszins immer wieder akkumulieren könnte und es werden immer größere Vermögen. Weil Sie können sozusagen, ich gehe mal davon aus, die meisten hier sind normale Arbeitnehmer, die vielleicht auch kleine Ersparnisse haben. Ich glaube nicht, dass viele hier unter uns sind, die von ihren Ersparnissen und von Zins und Zinseszins dieser Ersparnisse leben könnten, weil man einfach in einem normalen Arbeitsleben so viel nicht sparen kann. Das heißt, das Problem der Vermögensverteilung ist nicht das Problem des Zinses, sondern das ist eben die Frage, wie kommt es überhaupt zu diesen riesigen akkumulierten Vermögen, die sich dann durch Zinsen natürlich nochmal weiter versteigen. Aber die kommen nicht durch Zinsen zustande, die kommen durch die Wirtschaftsordnung zustande. Die kommen dadurch zustande, dass einige andere für sich arbeiten lassen können. Das ist, denke ich, das Kernproblem. Und zu der Frage Währungsschnitt, also ich hoffe nicht, dass wir eine Währungsreform bekommen. Ich schließe das nicht aus bei der jetzigen Politik, weil das, was man zurzeit im Euroraum macht, ist wirklich ein Crashkurs.
Also das kann man nicht anders sagen, weil sie stürzen ein Land nach dem nächsten in die Rezession und sparen diese Länder tot. Und am Ende kann dahinter eigentlich nur eine Strategie stehen, die den Euro zum Kollaps bringt. Aber das wird mit Sicherheit keine fortschrittliche Strategie, weil Währungsreform oder auch Hyperinflation, wobei das sehe ich derzeit gar nicht, weil Hyperinflation setzt voraus, dass Leute Geld in der Tasche haben. Die haben sie es nicht. Also ich sehe zurzeit keine Inflationstendenzen. Aber nehmen wir mal an, ein Crash der Finanzmärkte, die dann die Währung sozusagen den Euro auseinander torpedieren, das wird wieder eine Enteignung von Klein- und Mittelschichten. Währenddessen die wirklich Großen, das ist bei Währungsreformen immer so, die haben ja Realvermögen, Sachvermögen, Betriebsvermögen, Immobilienvermögen, das wird alles nicht entwertet. Deswegen glaube ich, kann kein Linker meines Erachtens so die Strategie unterstützen, wir gehen jetzt sozusagen auf eine Währungsreform oder auf einen Währungsschnitt, weil das in der Regel zur Enteignung von Kleinsparern führt. Also gut, wer kein Sparvermögen hat, ist vielleicht auch nicht betroffen. Aber nehmen wir jetzt zum Beispiel, Griechenland ist ja so, die Debatte, sollen die raus aus dem Euro? Das wäre eine massenhafte Enteignung von Menschen, die sozusagen ihre Sparguthaben eben bei griechischen Banken haben. Die wirklich Reichen in Griechenland haben ihre Sparguthaben sowieso schon längst woanders hingeschafft. Das heißt, es wäre keine irgendwie sozusagen, dass wenigstens die Profiteure in Griechenland bluten würde. Nein, es würden den normalen Menschen bluten und es würden natürlich auch mit einem Schlag dann durch die Umstellung Löhne und Sozialleistungen und Renten entwertet. Weil das würde ja dann wirklich dort zur Inflation führen und damit wäre sozusagen der Wert von Sozialleistungen, von Löhnen wäre weg. Und deswegen wäre meine Hoffnung oder das, wofür ich mich einsetze, natürlich auch keine Währungsreform, sondern tatsächlich, dass man dieses Problem, was wir jetzt haben, durch eine koordinierte europäische Wirtschaftspolitik löst, dadurch die Ungleichgewichte eben verringert. Und dann habe ich sozusagen als zweite Position, dass ich schon finde, dass man die Staatsschulden minimieren sollte. Und da würde ich als Mittel nehmen, also einmal eine Vermögensbesteuerung, aber eben durchaus auch so weit gehen zu einer einmaligen Vermögensabgabe. Aber das bitte schon wirklich nur bei den Größten und Reichsten, weil wir haben ja nicht umsonst diese Parallelität, dass die Staatsschulden genauso steigen wie die Vermögen der Reichen. Und dann wäre es natürlich schon nachvollziehbar, wenn man sich anguckt, die Millionärsvermögen in Europa haben sich in den letzten 13 Jahren verdoppelt, die Staatsschulden in Europa haben sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Und interessanterweise sind die gesamten Schulden der EU derzeit bei etwa 10.000 Milliarden Euro. Die gesamten Vermögen der Millionäre und Multimillionäre sind auch bei etwa 10 Billionen Euro, also 10.000 Milliarden. Das heißt, sie sind gleich hoch. Und insoweit kann man natürlich schon sagen, man könnte Staatsschulden dadurch reduzieren, dass man eine einmalige Abgabe auf diese sehr hohen Vermögen dann auch erhebt und dadurch die Schulden minimiert. Das wäre meines Erachtens viel sinnvoller und dann würde auch keine Frage stehen, dass man einen Währungsschnitt oder eine Währungsreform braucht, sondern dann würden die Zahlen, die wirklich von dem Modell der letzten Jahre am meisten profitiert haben und die sollen, finde ich, auch zahlen. Also da es um Nachdenkzeitenkreis Worms geht, ich habe einfach nur auch noch eine kleine Botschaft. Ich würde wirklich darum bitten, das ernsthaft mal zu diskutieren und diese Zinseszinsgeschichten absterben zu lassen, weil es wirklich nicht an dem liegt. Das ist wirklich, und auch die Sache mit dem Währungsschnitt und Währungsreform, ich halte das für abenteuerlich, wenn wir auch noch in diese Richtung drängen, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Das ist etwas, was auch unverantwortlich ist. Also ich kann jedes Mal, wenn ich so eine Mail kriege oder jemand in diese Richtung drängt, dann kann ich nur im Quadrat springen, weil das wirklich unverantwortlich ist. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber da Sie gesagt haben, Sie wollen was mit nach Hause nehmen, auch von mir noch die kleine Botschaft, ich würde wirklich das mal diskutieren. So, jetzt ist Fritz Marzmann aus Landau. Ja, ich komme aus Landau. Wir haben auch eine Gartenschau. Ich will keine Werbung machen. Aber eine andere Frage scheint mir wichtig, die Frage nach den Lösungen. Es ist ja angesprochen worden, also die Werteorientierung und die verschiedenen Wohlstandsformen, die hier möglich sind und wie der Wandel organisiert werden könnte. Und Sie haben vorhin berichtet von der Privatisierung der Wasserversorgung in Berlin. Und da sind Geheimverträge, wenn ich richtig informiert bin, von allen großen Parteien, ich weiß nicht, ob die Linke auch dabei war, vereinbart worden zum Nachteil der Bevölkerung. Und jetzt ist das Sensationelle passiert, dass zum ersten Mal die Bevölkerung in einer Volksabstimmung dort die Offenlegung der Verträge realisiert hat.
Und dann hat sich natürlich das Skandalöse, was Sie richtig gesagt haben, herausgestellt, eine maßlose Bereicherung der Anteile, der Anteilsfirmen, die da waren. Um was es mir geht, ist Folgendes. Es geht mir um die Frage, ob wir nicht auch uns, den Souverän und die Bürger, die Bürgerschaftsbeteiligung bei diesem Prozess, auch vorhin wurde die Werteentwicklung angesprochen, stärker ins Auge nehmen sollten. Und da auch die Frage an Sie, Sie haben ja die Erfahrung mit der größten friedlichen Revolution, wo zum ersten Mal unsere Bevölkerung durch diese Revolution es geschafft hat, eine massive Veränderung zu erreichen. Und jetzt Berlin wieder. Oder ich erinnere an die sensationellen Entwicklungen in Bayern. Da hat vor kurzem, hat vielleicht jeder mitverfolgt, die Bevölkerung das Nichtrauchergesetz beschlossen. Das heißt, die Parteien haben sich weitgehend zurückgenommen, aber aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben in Bayern kann die Bevölkerung dort und in Berlin offenbar jetzt auch mit geringen Quoren und geringen Beteiligungsformen sich aktiv einbringen in den Prozess. Und vor kurzem ist ein Angestellter, will ich mal noch ein Beispiel bringen. Aber nicht zu viel. Nur noch ein, weil es so schön revolutionär ist für uns. Der wollte, also öffentlich im Bereich, der wollte 240.000 im Jahr haben anstatt 220.000. Und dann wurde die Frage der Bevölkerung vorgelegt. Und die hat dann beschlossen, also 220.000 würden genügen im Jahr. Das war also in Zürich als Beispiel. Ist also meine Frage, sehen Sie in der Hinsicht eine Chance oder ist es Utopie? Nein, also ich bin sehr dafür, dass man solche Möglichkeiten direkter Entscheider, also von Volksentscheiden ausweitet. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass es das in Deutschland zum Beispiel auf Bundesebene nicht gibt bis jetzt, sondern dass also zum Beispiel auch in anderen europäischen Ländern, zumindest damals der Europäische Verfassungsvertrag, bei Lissabon war es dann schon nur noch sehr eingeschränkt, dass solche Vertragswerke, die wirklich das Leben der Menschen unmittelbar bestimmen, wenn sie dann gelten, dass sowas vorher tatsächlich einer Volksabstimmung unterliegen soll. Und ich finde auch bei Privatisierungsprojekten, also es hat ja in einigen Fällen, Leipzig zum Beispiel, Privatisierung der Stadtwerke, also haben sie einen Bürgerentscheid gemacht, abgelehnt worden, da konnten sie erstmal nicht oder können sie seitdem nicht mehr privatisieren. Dass man solche Dinge, die die Menschen unmittelbar betreffen, auch bei der Bahnprivatisierung oder auch bei Kriegspolitik, also ich würde mir natürlich wünschen, dass man einen Volksentscheid machen könnte, raus aus Afghanistan. Und ich bin mir sicher, dass das eine Mehrheit gewinnen würde. Applaus